Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Finn greift die Blase an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns, alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Das wäre eine Sache. Ich sehe gerade. Das ist ein gemaltes Ding mit Sleep. Auch nicht schlecht. Ja, letztes Mal großen Kampf gehabt in der Roxxon Hauptzentrale, sag ich mal. Mit Rhino. Wir wissen nun alles. Finn, aka Tinkerer, ist sauer auf uns. Dann schauen wir mal, was uns jetzt heute in der Nachbarschaft noch erwartet. Und wann das große Finale stattfindet. Ich hab Zeit, während Yankee Finn aufspürt. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht. Nee, ich will keine App-Sache machen. Ich bin ehrlich, ich will einfach ein Story-Game haben, ohne irgendeinen Nebenmissionsquatsch. Aber Hauptsache mehr Gesundheit, das ist immer ganz gut. Wir können die Fertigkeiten verbessern. Ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Ah, das können wir machen. Venomsprungschleuder ist jetzt in der Movesliste verfügbar. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Missionsfeed. Na gut, das sind die Sachen, die wir jetzt gemacht haben. Das sind so alle Missionen, ne? Ja. Move-Liste ab. Ja, wenn Sprint geht mit L und Dreieck und wenn im Sprintschleuder L, Dreieck und X. Gut. Gut, 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 gut. Machen Sie die Schotten dicht, Leute. Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts. Ein übler Schneesturm zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorräte ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky. Das kann ich länger hält als jeder radioaktive Fallout.
Übrigens, schlechte Nachrichten, falls Sie vorhatten, mit Ihren Schwiegereltern zur Trinity Church zu gehen. Teile dieses heiligen Warnzeichens sind jetzt nur noch... Gut. Da irgendwo ein Verbrechen? Ja. Der Befehl auf den Speyer! Das ist noch einer. Dass ihr eure eigenen Leute einfach so erschießt. Ist noch am Leben oder was? Ich mach dich fertig, Spider-Man! Okay. Sehr in der schön. Unterzahl und trotzdem gewonnen. Ja. Das ist das Schöne. So, ich hätte aber gerne sowas wie Hauptmission oder sowas irgendwie, weil, ja. Irgendwie wäre es cooler. Hey! Ich hab Finns Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Oh mein! Der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Luftform instabil genug machen, um die Roxxon Plaza hochzujagen. Oh. Als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mom bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Später, Peter. Oscorp Science Center. Finn muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nuform mit und vernichte es. Ja, dann rang da. Na gut, ich bin gar nicht so weit weg gewesen. Oh, nicht schlecht. Na, schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht das grande Finale ist. Ich habe keine Ahnung. Oder der Auftakt zum Finale. Oh, gut, wir sind im letzten Akt, könnte man sagen, ne? Wow. Was zum... Tut mir echt leid, Neffe. Hallo, geht's dir gut, Onkel? Du hast wieder deinen Anzug an. Ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger. Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen. Seine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Ich muss dem Schild ausweichen. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gib bloß nicht mir die Schuld. Verstehst du endlich?
bringen könnte. Er würde verstehen, dass ich dich finden muss. Was zum? Du hast nichts drauf, Rockstar, kontern sie! Hat dein Mentor dir nicht beigebracht, deine Kämpfe einzuschätzen? Er lehrte mich, meine Belange zurückzustellen! Bleib bloß weg von den Dingern! Nicht, wenn wir sie besser machen! Verstehst nicht! Du hast immer nur für dich selbst gekämpft! Vielleicht bin ich deshalb noch am Leben! Komm schon. Ich muss keine Fallen auslösen. Ich bleibe nicht hier unten! Was ein Kampf, du. Du stellst dich gegen, die du nicht schlagen kannst. Und wer hat das doch gemacht? Sag nicht seinen Namen! Soll deine Mom dich auch begraben? Das lasse ich nicht zu. Hologramme? Mehr Technik von deinen Boxern-Freunden? Ich pass mich an. Du kannst nicht mehr. Du bist naiv. Aber ich weiß, dass die Leute zu mir aufschauen. Du hättest mich nie als Spider-Man akzeptiert. Das Risiko, das ich eingehe. Du hast recht. Ich habe schon genug tote Helden in meiner Familie. Bam! Come on! Das ist jetzt dann langsam soweit. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Endgültig. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn's in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. Ja, viel Glück, Spider-Man. Ich würde sagen, das ist... Ja.
Die richtige Stelle, um die Folge zu beenden. Ich habe jetzt über 2 Stunden aufgenommen. Ja, ich weiß, die Folge war jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, aber ein Kampf gegen den Onkel ist es wert, um eine Folge zu sein. Nächstes Mal dann auf zum Osborne Science Center. Schauen wir uns, was da erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Fürthü.